Schokoladenduft steigt einem in die Nase, wenn man Sonja Ahlhäuser beim Modellieren zuschaut. Mindestens 400 Kilogramm Schokolade hat sie in ihrem Berliner Atelier immer vorrätig. Aus heller Milchschokolade entsteht hier ein Kopf für eine größere Skulptur. Je nach Schokoladensorte greife ich da auch mal rein und nasche. Also kann man dann auch nicht Nein sagen, muss ich auch sagen, weil es riecht immer noch wunderbar, auch nach 10 Jahren. Sonja Ahlhäuser muss schnell arbeiten, denn die Konsistenz der Schokolade ändert sich von Minute zu Minute. Das ist es halt, was mich auch so fasziniert. Man hat einfach nur eine bestimmte Zeit, in der man arbeiten kann, und das hat auch was mit Geschwindigkeit und Eigenzeit zu tun. Also man muss schon Gas geben, um das dann auch fertig zu kriegen. In ihrem Atelier stehen mehrere Gefrierschränke, in denen die Künstlerin kleine Werke kühl hält. Die großen Skulpturen entstehen immer vor Ort, wie dieses Pferd von 1997, ihre erste süße Skulptur. Seitdem hat sie ihre Werke weltweit in Museen ausgestellt. Sinnlichkeit als Konzept. Alle Kunstwerke ereilt immer das gleiche Schicksal. Sie werden von den Betrachtern vernascht. Wenn man doch sieht, dass alles eine Haltbarkeitsgrenze hat und dann auf unsere eigene Lebenszeit schaut, dann ist das doch sehr parallel. Und das interessiert mich eigentlich sehr, eben das rauszuarbeiten und deswegen auch zum Verzehr freizugeben, dass man eben das bewundert und ausstellt, aber dass es eben auch danach einfach aufgegessen wird. Auf dieser Zeichnung bildet Sonja Ahlhäuser Naschereien für ein Bankett ab, das in einem Museum in Chicago stattfinden soll. Nach dem Bankett wird nur die Zeichnung im Museum übrig bleiben. Selbst das Geschirr soll essbar sein. Es wird aus Zuckerguss gemacht. Entsprechend der Vorlage gießt Sonja Ahlhäuser hunderte Figürchen aus Schokolade oder knetet sie aus feinem Lübecker Marzipan. Ich vernasche quasi einen Liebsten oder eine Liebste oder wähle mir 2 aus oder 3, und das hat direkt eine ganz andere Bedeutung. Und es ist auch eher ein Spiel damit, auch ein Spiel mit den Geschlechtern und mit diesem, ja, Verführen und Vernaschen im wahrsten Sinne des Wortes. Süße Kunst, bei der auch die Schöpferin selten widerstehen kann. So ist es.